So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Heute Abend 18 Uhr bis 19 Uhr ist auch wieder die Raid-Stunde, diesmal natürlich mit Viridium, bevor morgen dann der Raid-Boss wechselt auf Terrakium. Ich bitte meine Freunde nochmal, 18 bis 19 Uhr mich einzuladen. Ich werde die ganze Stunde wieder durchraiden, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Vielleicht den ganzen Tag nochmal die letzte Chance nutzen auf das Hundo Viridium. XL sind zusammen, das Hundo muss noch her. Vielleicht kommt es ja heute Abend, vielleicht kommt es von euch. Das wäre richtig genial. Jetzt aber die Highlights der Woche und natürlich den Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche mit Kunsturin, mit dem bin ich nämlich Glücksfreund geworden und ihr werdet sehen, es sind so viele Glücksfreunde schon wieder dabei, ich komme einfach nicht hinterher. Wenn ihr also glücklich mit mir seid, so wie Pupsi, dann wundert euch nicht, dass es manchmal ein bisschen dauert, ne? Zu wild für Raid am Mittwoch, Shiny Somnium und ein Shiny Baumball reingeschickt, direkt vor der Haustür. Dann habe ich ein Ticket bekommen für den Mega Raid Day, den ich richtig genial fand und auch danke nochmal sagen möchte für das Ticket an Hikaru, also Fan Raid Go AMK, ist ja eigentlich der normale Account, das ist der zweite Account, damit ihr wisst, wer das ist, das war der Heiko, Dankeschön Heiko dafür, Borki, aus der Rampenlichtstunde und einem Abenteuerrauch direkt danach, ne, zweimal Hut Hut und noch ein Sekret, was, Sentret, was ist da denn los? Rampenlichtstunde, genau, letzte Woche mit Huthut, gestern mit Felino, habe ich nicht gespielt. Habt ihr gespielt? Habt ihr was bekommen wie Borki? Skandalpaare, auch Glücksfreund geworden mit mir, dann schickt er noch ein Bild von Disney, The Lion King, Pokémon, Pogelife, ihr seht hier diverse Pokémon, das Zahude gefällt mir besonders gut, ein Flapdarix fliegt da noch rum, das kleine Läufeo, schönes Bild, kommt mir aber irgendwie bekannt vor, ich glaube, das hatten wir sogar schon mal, dann der Champ, endlich Shiny im zweiten Raid. Danke fürs Kämpfen, Helfen, aber am kleinen Account. Kannst du dir, wenn du auf dem großen keins kriegst, vielleicht dann einfach rübertauschen, dann hast du es da auch. Wenn du Glück hast, wird es sogar lucky. Wird noch ein 100er, wird ein Schundo, wird ein Schlundo, wird ein sonst was. Also, da haben die Leute ja immer Glück in Hagenau am Bodensee, wie ich sehe. So, Matze, 100% Viridium. Das ist das, was ich suche. Hat er bestimmt nur zwei Raids gemacht, direkt das 100er bekommen, Glückwunsch dazu. Lennart, Anego Duo mit Genaya, 71 Sekunden über. Dann Lugia Power, 61 Sekunden Restzeit, Viridium Duo mit Genaya. Also mit Lennart kannst du gemütlich Duo Raids machen. Cumulus, aus dem Feldforschungsdurchbruch vom 2.12. auf dem kleinen Account, Shiny Gala Pantimos. Das ist richtig gemein gemacht, dass du im Feldforschungsdurchbruch die Chance darauf hast, aber da einfach 6 verschiedene Pokémon drin sind, du erstmal ein Galapandimus ziehen musst und dieses muss dann auch noch shiny sein, aber ihr habt ja 3 Monate Zeit, er direkt hier eins bekommen, was er jetzt nicht mehr hat, aber das ist eine andere Geschichte, das ging auch nach hinten los. Danke trotzdem Cumulus nochmal für alles, NetGhost hier zeigt uns Megatron, wollt ihr den bekämpfen? Würde ich machen. Sieht doch gut aus, oder? Dann Amazing Shot Glücksfreund geworden. Seitdem fragt er jeden Tag, wollen wir jetzt tauschen? Wollen wir jetzt tauschen? Wollen wir jetzt tauschen? Ich sage immer, ich habe heute schon getauscht. Ich habe heute schon getauscht. Ich habe heute schon getauscht. Er fragt ja auch nie, wann wollen wir denn tauschen, damit man sagen kann, wir können ja morgen oder so. Deswegen, ja. Andere sagen da, ja Ramses, wie sieht's aus? Lass dir ruhig Zeit, wenn es passt, dann melde ich einfach. Mache ich auch. Ich nehme immer die nach und nach dran, hin und her. Aber das war ja beim letzten Mal mit ihm schon etwas chaotisch. Jetzt freue ich mich immer jedes Mal, wenn ich mit ihm Glücksfreund werde, damit es weiter lustig und chaotisch wird. Da habt ihr jeden Tag Spaß, ne? Was viel lustiger ist, zeige ich euch aber nachher, denn wir wollen den kleinen Amazing Shop ja nicht hier irgendwie durch den Kakao ziehen. Er ist ein aktiver Spieler, er ist trotzdem immer am Start und deswegen Grüße gehen raus an Amazing Shot. Das kriegt man schon hin, irgendwann. Irgendwann ist es soweit, dann schaffen auch wir es zu tauschen. Dieser Fan Enzo bin ich auch glücklich geworden. Zu wild nochmal die ersten 200%. Das heißt, insgesamt wurden nur 4 Regirock gemacht und 2 davon sind einfach 100%. Das ist ja mal, das müsste mir mit Viridium mal passieren. Für Raider Mittwoch, leider Psyau, beide das gleiche Geschlecht, ne?
Habe ich aber nur eins mit reingenommen, das andere sah ja genauso aus und war eben auch das gleiche Geschlecht. Noch ein Pavi hinterher, auch in Shiny, dann der Dandro hat uns hier geschickt, stark. Ein Shiny 100er Gewaldro, wohl vom Raid Day, ich habe es euch auch nochmal groß gezeigt, Duisburg. Das ist auf jeden Fall fett, das wäre ein Anwärter für den Schocker der Woche, aber wir haben noch andere Sachen. Mr. Hassini zum Beispiel. Hallo Ramses, ich bin geschockt. Deswegen schicke ich dir die Fotos. Wir haben 3 Raids über Pogo Raid gemacht. Wir wollten wenigstens einmal die Bonbon für die Mega-Entwicklung haben, bevor wir um 14 Uhr auf Tour gehen. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder ein Bug von der Yandic. Alle 3 waren shiny. Wir wünschen dir heute viel Spaß und Erfolg beim Raiden. Liebe Grüße aus Leipzig. Und das ist krass. Wir haben 10.50 Uhr einen Raid gemacht. Direkt shiny Gewaldruppe bekommen. Dann 11.07 Uhr in Raid, Logok bekommen in Shiny, 11.16 Uhr Zumbix bekommen in Shiny. 3 Raids, 3 Shinies, das müsste eigentlich der Schocker der Woche sein, das hat mich so vom Sockel gerissen. Ist es aber leider nicht, wie ihr seht. Brainy Stendal hier 3,33333, periodisch 3, irgendwas hier, Sternstaub mitgenommen. Dann Dex-Eintrag, Shiny Zumbix, ne? 3 gesehen, 1 gefangen, das erste direkt auch shiny gewesen. So war es bei irgendeinem Ding bei mir auf dem kleinen Account, glaube ich, auch shiny direkt bekommen im ersten Raid und gleich Dex-Eintrag. Das hat schon Spaß gemacht. Hier noch ein Gewaldro-Shiny vom Raid Day. Hier, Benny hat gebrütet, ein Hisui Fukano 100%, was auf jeden Fall auch mega genial ist, da das ja nur aus Eiern kommt momentan. Deswegen müsst ihr da Glück haben, einen 100er zu bekommen. Dann Dankeschön an Blood in Tears, die hat sich auch voll weit aus dem Fenster rausgelehnt und hat mir das Caldeo Spezialforschungsticket gekauft, geschenkt. Das ist krass, ich weiß gar nicht, ob ich es mir geholt hätte, jetzt hat sie es mir geholt. Dankeschön dafür, für mich also ein Pferd zum Reiten. Und immer noch Verwirrung über die Preise, es hieß, es kostet 8 Euro, ja, im Samsung Store ist es meistens günstiger. Deswegen jetzt, wenn dort steht 10 Euro und im Samsung Store 8 Euro, sagen die Leute, passt, aber nee, passt nicht. Eigentlich hätte es im normalen Store 8 Euro kosten müssen und im Samsung Store dann eben nur 6. So haben wir statt 8 Euro plötzlich 10 Euro, aber ist egal, man kauft ja trotzdem. So. Hier hat mir der Timo ein sehr gutes Foto geschickt, guckt euch das mal an. Mad Dog Liquid Fire Sauce mit 40.000 Scoville, Mad Dog Scorpion Hot Sauce mit 100.000 Scoville, Mad Dog Ghost Pepper Hot Sauce, die normale hier 357 mit, ne, die Ghost Pepper Hot Sauce mit 150.000 Scoville, hier die normale Mad Dog 357 Hot Sauce mit 357.000, die der Zangel immer hat, dann nochmal Mad Dog Hot Sauce, klein, auch mit 357.000, vor allem kostet nur 9,99, weil es heute die kleine Variante ist. Mad Dog Collector's Edition 600.000, das ist die, die ich habe mit der silbernen Patrone, deswegen ist auch diese silberne Schrift und sonst was. Und dann seht ihr hier den König Mad Dog Gold Edition, 1.000.000 Scoville für 24 Euro mit der goldenen Patrone, die ist fett, die ist krass. Geitsch hat einen Shiny Haspiro gefangen, das ist jetzt nicht so krass. Neue Flüchtlingswelle aus Grönland unterwegs. Brainy Stendal, guckt euch das an. Diese ganzen bösen, gemeinen Schneemänner, komm einfach an. Geitsch noch ein 100er Quabbo hinterher. Timo nochmal hier, 100er Krabbel. 100er Logok auf Max47. Pokehandler für Raider Mittwoch. Die 100er haben es diese Woche gut mit mir gemeint. Und das Ognatoll war ein Random Trade mit dem kleinen Account. 100er Flunkiefer, Ponita, Gladiantri. Ognatoll, Porenta, erlöstes Dicta und erlöstes Tuska plus Shiny Burmi, Shiny Ponita, Shiny Bronzel. Ist so an sich übersichtlich, habe ich so gelassen. Das ist wahrscheinlich das Highlight, ne, aus dem Random Trade. Dann auch ein Shiny Mangunia aus dem Abenteuerrauch und ein Dodo Shiny. Cheffe 24, immerhin 12 Shinies aus den letzten 6 Tagen. 100er, liebe Grüße, Cheffe. 100er, Vivien. So, fertig. Shiny, Rabaut, Stolunio, Gewaldro, Gewaldro, Schallquab, Klibungel, Skobbel, Quapsel, Krabbi. Für mich das Highlight auch dann dieses Shiny Rabaut. Ist das seltenste wohl von denen, die hier noch drauf sind. Noch ein Panzer Aeron Shiny hinterher, plus Labras und Carapenis. Luigi Sarada, Hurray, endlich habe ich es auch, nachdem ich über 100 Relaxos gefangen habe, ohne ein Shiny in Berlin.
das Shiny Relaxo mit dem Hut als Glücks-Pokémon tut gut. Dann noch ein Shiny Weberak, Shiny Sumpex, da macht man 20 Raids. Ein Shiny, Freundin hat nach 7 Raids alle in Shiny abbekommen. Endlich mein allererstes Miniras, hat lange nur gedauert eins zu finden, auch noch beim Luigi Plus. Da schafft man es einmal bei dir mitzumachen, schwupps, Troll. Ich empfehle euch, guckt auf Netflix den Film Troll, wenn ihr Kesto in der Hauptrolle sehen wollt. Den fand ich sehr gut. 10, 10, 10 nimmt man mit. So, Sarina nochmal. Zeigt uns auch hier 100er Zipurze, 100er Taubsi, dann Shiny Habitat, Felilu, Haspiror Sonnenfell und ein Galazapdos. Die Highlights habe ich hier nochmal groß gemacht. Felilu und das Galazapdos. Plus hat sie mir auch nochmal geschickt, dass sie mir das Ticket geschickt hat. Habe ich jetzt rausgelassen, habe ich ja bei mir schon gezeigt. Aluhut mit dem Shiny Marmolita. 100% Pokémon der letzten zwei Tage. Voltoball, Reddern, Slimer, Toxikack, Penis, Dicta, Pikachu, Kanimani, Picolende, Zickzacks. Was ist davon nützlich? Nix. Können wir also weitergehen. Shiny Glibungel, 100er Capoeira, Shiny Pupanz, 100er Togedemaru, Shiny Dusselgur, Jinaya, hätte ein Aquana werden können, 100er Flamara, also ein Evoli entwickelt, random, und dann kam das Flamara bei raus. Dann ein Shiny Viridium im Schnee, was sehr gut aussieht, auch Shiny Felilu hier. Dann zwei Shinies vom gestrigen Stream, also am Sonntag haben wir ja Raids für Zuschauer gemacht mit Viridium, hat sie gleich nochmal was rausgezogen, dazwischen war noch eins, das habe ich auch weggelassen. Dann hat sie ein 100er Logok bekommen, weil sie eins getauscht hat von Ramses Kredis auf ihren Hauptaccount, und das ist beim Tauschen ohne Glücks einfach 100 geworden. Dann noch zwei andere Glücks-Pokémon, die gegenseitig getauscht wurden, ein Vegimug und ein Teddy Ursa, beide lucky geworden, beide 100% geworden, das war auf jeden Fall richtig genial. Reike noch ein Shiny Punita hinterher, Sören aus dem Mega Raid ein Shiny Rexblizzer, NetGhost hat mit mir ein Solgaleo getauscht, hat es dann Big Ani genannt und hat es hochgezogen auf Level 40 mit 3996. Borki aus dem Random Trade mit Bierschanga ein Lundo Quieke. Alexander Ahringer, nimm das bitte rein für Raid am Mittwoch. Endlich habe ich es mal mit dir und Hannes auf die Anzeige geschafft. Wenn ihm das so viel wert ist, nehme ich es natürlich mit rein. Hannes und ich auf der Anzeige mit Alex. Erster Raid, seitdem es da ist, gleich 100er. Was für ein Glück. Ich bin bei über 200 jetzt, ich habe noch nichts. Endlich Shiny Mediti in Pokémon Go, immer noch Alex. Dann kommt Zelal, zeigt uns hier Logok, Sumbex, Gewaltro, Logok plus Glücksfreund geworden. Und ein super Bild. Was für mich sehr nützlich ist, mein Chef hat heute erklärt, wie ich Brutto und Netto auseinanderhalten kann. Brutto brutal viel, Netto nicht so viel. Da wisst ihr also vorher, nachher wegen Abzügen und so weiter. Finde ich sehr gutes Merkbild. Zirpurze, Shiny, immer noch Zelal, 100er Anorith, Carapenis, Shiny, Porenda, Shiny, Miku, Shiny, Krebskorps, Formeo, Viridium, Ponita, Gewaltro, Logok und Wildtrank, aber getauscht habe ich gar kein Highlight rausgezogen. Luturzel, Shiny, Glibungel, Taubsi, Schnäppke, Bronzel. Mach mal einfach so weg. Elke, 100er Reislaus, Shiny Taubsi, Shiny Kikli, 100er Penis, 100er Flunschlick, Shiny Weberak, 100% weibliches Molung. Und das bei gerade mal drei gebrüteten Molung. Das ist auch schon wieder eigentlich ein Kandidat für Schocker der Woche, aber wir haben schon mal ein 100er weibliches Molung als Schocker der Woche gehabt. Deswegen ist das nicht der Schocker der Woche. So, dann Benjamin. Mega Sumpex Solo Raid. Natürlich gleich direkt mit Schlammboge, der Giftattacke, das schwerste. 12 Sekunden Restzeit, hat er besiegt. Solo, sogar ein Shiny bekommen. Logok Solo mit Feuerwirbel Hitzekoller, besiegt. 13 Sekunden Restzeit, kein Shiny. Alle drei in Solo geschafft, auch Gewaltro mit Zornklinge Drachenklaue, besiegt, 63 Sekunden, Shiny. Auch sehr cool natürlich. Dann hat er noch ein Shiny Viridium mitgenommen, aus meiner Samstagseinladung, danke dafür. Thomas Speck gönnt sich auch das 100% Viridium, plus das Calamanero. Henry brütet ein Shiny Cusilla,
Cumulus Ausbeute auf dem Dommer Sun, mal richtig heavy, auch alle drei hier in Shiny bekommen am Mega Raid Day. Shinux zeigt uns sein Nikotinpflaster auf dem Mosquito. Wo zum Hänger sitzt der Best Buddy auf dem Oberschenkel? Das ist doch schön, heutzutage laufen die Mädels alle so rum. Julian Eisenstein, das ist für mich persönlich das Highlight des Jahres. Mein Account wurde für 30 Tage gesperrt. Wow, habe ich nur Glückwunsch geschrieben, ne? Fand ich sehr toll. Wer denkt, ich bin gemein, der denkt wohl richtig. Mega Groudon hat geschickt. Mega Gewaltro. Shiny, 100% Lucky, 4,5. Glücks, Mega, Best, Bad, Betty, Bad, Bully, Batsch, Batsch, alles. Also, ja, haben wir mal so drin gelassen. Balu zeigt uns ja auch noch Bidifas, Meryl, Tarnel, Zumbex, Logok, Shiny, 100er Taubsi, 100er Glücks, 100er Glücks, 100er Shiny Taubsi, da ist doch Zeug dran, oder? 100er, das sieht aber anders aus als das. Hier ist das Fell braun und hier nicht. Das ist das normal. Das ist doch auch. Hä? Wenn ich mir den Hintergrund angucke, müsste das ein Shiny sein und das auch ein Shiny. Mein klarer Menschenverstand würde mir aber sagen, das ist ein Shiny wegen dem orangen Schnabel. Hier ist der eher rosa, genauso wie die Füße. Also ist das kein Shiny. Auch das Fell auf dem Rücken ist ein bisschen anders. Ist das also einfach ein 100er und das ist ein Shiny? Warum ist hier aber auch im Hintergrund lauter Sterne, lauter Zeug? Muss man nicht verstehen. Das war die Feuerwehrfrage noch. Das waren die Highlights der Woche. Es tut so weh beim Reden. Jetzt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal nicht von Daniel Schilling, denn den habt ihr abgewählt. Deswegen würde ich sagen, der Schocker der Woche kommt diesmal präsentiert von Adi Schatz. Alles Gute, denn das wird jetzt immer das Schocker der Woche einleiten. Es gab nur Leute, die gesagt haben, Adi, ihr wollt nicht den Schilling, ihr wollt den Adi, deswegen kriegt ihr den Adi. Der Adi leitet den Schocker der Woche ein und der kommt diesmal von Samuel Wapf mit diesem 100% Shiny Gladiandri. Das finde ich richtig genial. Gladiandri ist jetzt erst als Shiny eingeführt worden. Kriegt ihr nur über die 12 Kilometer Eier, müsst ihr brüten, müsst ihr Glück haben, dass da überhaupt ein Gladiandri rauskommt, dass es dann auch noch Shiny sein kann. Und dann auch noch ein 100% Shiny zu haben aus dem 12 Kilometer Ei, total random, fand ich jetzt am beeindruckendsten. Wir haben andere Sachen gehabt, die cool waren, die aber schon mal Schocker der Woche waren, in so einer Form. Das, was mich noch von Mr. Hasini fand ich noch richtig stark mit den drei Raids, drei Shinies, aber das war erhöhte Chance, sonst was hin und her. Ist krass, aber ich finde das hier toppt einfach alles. 100% Shiny Gladiandri. Das war es ansonsten von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich muss jetzt noch meinen Bier-Adventskalender öffnen für morgen. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, beziehungsweise bis heute Abend in der Rage-Stunde. Ich warte auf eure Einladungen. Ciao.